Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute im Hashtag Halbzimmer mit Rob und Dima als Special Guest. Ich bin hier. Natürlich auch immer mit dabei. Und heute drehen wir Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich? Also es gibt keine Ausnahmen, wir dürfen alles nehmen. Ob es ein Mülleimer ist oder ein Schauspieler, ist scheißegal. Nein, nicht Mülleimer. Nein. Doch, du kannst wirklich nicht mehr. Nein, nicht Gegenstände. Also alles, was also wirklich ein... Nein, sowas wie fiktiv oder so. Ja, genau. Das muss schon eine Person sein. Der Mülleimer war vielleicht jetzt übertrieben. Jeder für den rechts von sich. Okay. Ja, okay, ist besser. Ich weiß, was du meinst. Ja. Sag mal, du bist... Oh. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Ein echter Mensch? Ja. Ja. Bin ich männlich? Ja. Ja. So zwei richtige Fragen. Bin ich ein Schauspieler? Unter anderem bei zwei, drei Filmen warst du mal dabei, aber absolut nicht. Also das zählt, oder? Du warst dabei, also, aber das ist halt eine nebende Rolle. Genau. Wenn ein YouTuber einen Film mitmacht, dann schreibt auch bei Instagram Schauspieler. Okay, dann bist du ein Schauspieler. Okay, okay. Bin ich ein Fußballer? Nein. Ah, okay, schade. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich auf der Plattform YouTube vertreten? Ja. Habe ich was mit Schminke zu tun? Eher weniger, würde ich sagen. Eigentlich nein. Nein. Also nein, okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich männlich? Nein. Nein. Okay, wie fange ich denn an? Bin ich ein Mensch? Nö. Nein. Nö. Nein. Ich hab's ja jetzt schon am Spiel. Bin ich ein YouTuber? Nein. 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 Vertreten aber euren Kanal nicht. Ist mein Freund ebenfalls ein YouTuber? Nein. Nein. Bin ich bekannt? Ja. Achso, ja, logisch, ne? Muss nicht sein. Bin ich im Fernsehen zu sehen? Ja. Ja. Bin ich oft im Fernsehen? Ja. Habe ich was mit Sport zu tun? Nein. Scheiße, was war denn? Bin ich. Bin ich eine animierte Figur? Ja. Ja, glaube ich. Genau. Lauf ich im Fernsehen? Nicht mehr wahrscheinlich? Nein. Nicht mehr. Wiederholungen wahrscheinlich. Okay. Ja. Okay. Also keine aktuelle Serie mehr. Also nein. Also ich war in zwei, drei Filmen dabei, bin aber kein YouTuber und kein Fußballer. Hä? Bin ich im Fernsehen zu sehen? Nicht mehr. Nicht mehr. Auch nicht mehr. Also nein. 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 Kein Freund als YouTuber. Da ist übel schwer. Viel zu schwer. Echt jetzt? Unnormal schwer. Ich bin mir auch nicht mal sicher. Bin ich Sie kennt. Auf diesem Kanal? Echt jetzt? Also schwer, musst du gucken. Ich weiß es nicht. Ich hab's mal gehört, aber keine Ahnung. Jetzt mach jetzt mal, ich bin nicht nur durcheinander. Also, ich bin also eine einzelne Person für den Kanal. Ja. Kein Beauty, kein Freund. Ja. Hab ich was mit Sex zu tun? Ja, ja. Ja, bin ich Katja. Ich hab versucht, die ganze abzulenken. Ja, ich hab auch schon andere gebracht. Aber gerade ist doch zu auffällig. Ja, ne? Ach, viel zu auffällig. Ja, natürlich. Spiel weiter oder nächste Runde? Nee, nächste Runde. Nächste Runde? Ja, ja, ja. So, jetzt fangen wir auch mal von rechts an. Okay, okay. Bin ich eine animierte Figur? Ja. Okay, war klar. Bin ich aus einem Videospiel? Ja. Bin ich auf einem Spiel für die Nintendo Switch dabei? Ja. Der wird direkt drauf kommen, der macht jetzt einen Lauf. Stamme ich aus der Pokémon-Welt? Ja. Was hab ich gesagt? Welches Pokémon kennt Dima überhaupt? Jetzt ist richtig. Ich kenne viele übrigens. Bin ich ein Pokémon? Nein. Ah, okay. Bin ich männlich? Ja. Lebe ich noch? Ja. Kenn ich die Person Spende mir durch? Ich kenne nicht. Doch, den muss er kennen. Zu 1000%. Doch, den muss er kennen. Okay, jeder. Er zeigt dir schon, wie weit es geht. Jeder. Bin ich ein Amerikaner? Also, ja. Ja, okay. Sehr, sehr schrecklich. Ich auch. Bin ich ein Sänger? Nein. Nein. Boah, okay, Feierabend. Ah, ich kenne keinen Schauspieler, ne? Das alles, du kriegst das hin. Bin ich männlich? Ja. Ja. Ist diese Person gerade in diesem Raum? Nein. Nein, also. Es hätte echt sein können. Bin ich eine echte Person? Ja. Ja. Bin ich. Ah, Mann, ich sag schon wieder so einen Scheiß ausgesucht, bestimmt. Bin ich ein Politiker? Nein. Oder? Schon wieder nicht vielleicht in der Politik, Alter? Nee, eigentlich nicht. Machst du Politiker? Ja, aber nee. Aber vielleicht. Aber es gibt manche, die so. Nein, eigentlich nicht. Polizei, absolut nicht. Bin ich Ash Ketchum? Ja.
Hey, ich habe mir Mühe gegeben, das ist heftig. Ich würde schon fast ehrlich gesagt sagen, ihr solltet weiterspielen. Ja. Das hat viel Potenzial. Ja, ich würde auch sagen. Soll ich ihm was Neues geben? Mir egal. Na, guck, wir machen einfach kurz einen neuen. Nein, okay. Also, ich habe mir noch einen Punkt in derselben Runde. Okay. Ich komme aus Amerika und ich bin männlich. Dann bin ich Schauspieler. Noch? Nein. Gibt es mich wirklich? Also. Es ist schwer zu beantworten, aber nein, glaube ich. Eigentlich die Frage ist jetzt, lebe ich? Nein. Dann nein. Nein. Bin ich ein Schauspieler? Ja. Ja. Bin ich in Actionfilmen vertreten? Ja. Ja. Bin ich muskulös, extrem muskulös? Ja. Ja. Bin ich The Rock? Nein. Okay, bin ich Schauspieler? Nein. Nein. Nee, auf keinen Fall. Nein. Okay. Nein. Bin ich auf YouTube? Bin ich YouTuber? Nein, nicht YouTuber, nein. Ich bin eine fiktive Person. Das ist so eine... Da würde jeder was anderes sagen. Ja. Das ist eine schwere Frage. Stell eine andere Frage lieber. Also mich gibt's ja nicht wirklich. Ich bin nicht im Fernsehen zu sehen. Nein. Manchmal schon, glaube ich. Es ist wirklich schwer, das zu sagen. Das ist schon hart. Das ergibt mir gar keinen Sinn. Doch. Keine fiktive, kein echter. Bruder, Definitionssache. Darf ich einen Tipp geben? Sagen wir es mal so. Manche sagen ja und manche sagen nein. Ich will aber nicht sagen, in welche Richtung das ja und nein geht. Ja. Also, die haben dich schon hops genommen mit dem Zettel. Person, Bro. Ja, jeder kennt vor allem persönlich wahrscheinlich. Das war ein bisschen. Das war. Hast du gefragt, ob du sie persönlich kennst? Nein, er hat es auch gesagt. Meine Spur und so. Ich kenne für. Okay, du bist raus jetzt erstmal. Ja. Wie viele Schauspieler gibt es, die muskulös sind? Arnold Schwarzenegger. Nein. Ich bin männlich. Ja. Ich bin kein Schauspieler. Bin ich in der Unterhaltungsbranche drin? Ja. Mache ich Comedy? Ja. Ja. Nein. Wie kommst du drauf? Nein. Auf keinen Fall. Habe ich was mit Sport zu tun? Nee. Bin ich eine Zeichnung? Nein. Ja, ich schon wieder. Du bist in meinem Titel. Safe müssen wir Titel. Hä? Na? Du musst die richtige Frage fragen und dann hast du es. Okay, bin ich ein Schauspieler über 50 Jahre alt? Nee. Boah. Nee? Ey, bist du sicher? Ja, das ist jünger. Okay, geht schon in eine gute Richtung. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Sieht man mich auf YouTube ab und zu? Nicht auf meinem eigenen Kanal, sondern... Ja, auf jeden Fall. War ich dieses Jahr mit meinem Gesicht in den Trends? Nein. Nee. Ich bin ziemlich sicher ein Politiker. Nein. Alles glauben Menschen an das, was auf meiner Stirn steht? Ja. Oh. Ja. Steht auf meiner Stirn Gott? Nein. Habe ich eine Glatze? Boah, nee. Ja. Also kurze Haare, sehr kurze Haare. Sehr, sehr kurze Haare. Bin ich Jason Statham? Nein. Verdammt, wer soll ich denn sein, Alter? Bin ich Amerikaner? Ja. Nee. Nein. 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 Ah, stimmt, nein. 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 Sorry. Aber ich bin auch kein Deutscher, ne? Aber ich finde, Unterhaltung ist nicht die richtige Antwort. Du bist auch Deutscher. Schlau stehen. Egal, ich habe eben gerade. Warte mal, was hast du aufgeschrieben? Und jetzt denk mal nach, okay? Was du da aufgeschrieben hast. Ich glaube, du weißt selber nicht, was du aufgeschrieben hast, oder? Doch. Ich glaube nicht. Doch. Er ist nicht kein Deutscher. Ja. Das, was da steht, ist definitiv nicht das. Ich bin mir das ist sicher. Deutsch? Soll so ein Deutsch sein? Guck, Handy. Ja. Er ist im Leben Deutscher. Er ist so ein. Okay. Ja. Er dachte, ich sag's mal kurz. Nee, ich sag's nicht. Nein. Aber er dachte. Rede mal. Nein. Nee, das ist er. Nein! Nein. Ja, guck, wusste ich nicht. Ja, aber das ist. Deswegen doch, sag ich. Aber das ist dann falsch geschrieben. Das ist ganz weit davon entfernt. Warum? Weil Digga, das zweite Wort nicht stimmt, das erste würde stimmen. Das ja, zweite. Ja, genau, das erste. Heißt also du auch so? Nein! Oh Mann! Oh Mann! Deine Fragen haben trotzdem gepasst bis jetzt. Nein, nein, er ist Musiker. Ich muss so sagen, es ist kein Entertainment. Er hat doch gar nicht gepasst. Es hat nichts mit Entertainment zu tun. Okay, du bist Sänger. Okay. Und du bist kein Deutscher. Kein Deutscher. Na, kein Fall. Oh Mann. Ja, er dachte an Dinger. Ja, ich dachte an Elton von TV Total. Oh. Wer könnte das jetzt sein, Alter? Bin ich Elton John? Oh mein Gott, hey, wie dumm bist du? Ich dachte, du machst gerade Schwarz. Ich sag extra TV Total die ganze Zeit. Ich sag die ganze Zeit, er denkt an. Oh Mann. Und er sagt einfach, ich denke an Elton. Oh mein Gott. Also ganz kurz. Du dachtest ganze Zeit, ja, ich wäre Elton von TV Total. Ja. Obwohl er selbst geschrieben hat. Nein. Ein Applaus an Spenny, liebe Freunde. Okay.
Moment, jetzt bin ich maximal verwirrt. Darf ich? Nee, letzter Versuch. Ich glaube, ich bin dieser Step-Up-Typ, dieser 22-Jumps. Nein. Guck mal, warte. Run. Ah. Okay, das ist doch kein Schauspieler, Leute. Oh, der ist sogar Rapper. Der hat sogar Musik gemacht. Ja, bei Transformers sogar dabei. Warte, bei mir ist kein Bruder, kein... Ich hab keine Ahnung. Was der guck einfach jetzt. Oh, dabei geht's 20.000 Jahre nicht. Ich hab auch absolut keine Ahnung. Guck jetzt seinen Blick. Guck jetzt seinen Blick. Der kennt den. Hey. Heute im Auto haben wir noch drüber geredet. Der hat sich das Auto bestellt. Wer ist das? Das war jetzt nicht ernst, oder? Alles klar. Digga, ich bin was Musik. Was macht ihr überhaupt? Musik. Ich wollte noch sagen, was Musik, Schauspieler oder sowas zu tun hat, Amerika komplett los. Aber kennst du SpaceX und Tesla? Tesla kenne ich, aber. Und er ist der. Gründer, nee. Tesla kenne ich, aber den Gründer nicht. Ich höre, das ist einer der krassesten Menschen auf der Welt aktuell. Ja. Den muss man kennen. Ja. Die Runde geht definitiv an Spenny. Mein Name ist Jungs, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Jungs vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ey, John.